So, hallo, wir sind Laura und Axel und ihr habt hoffentlich das Fernvideo, wo wir von Herzhals in Dänemark nach Seelisfjordur in Island fahren, geschaut und fragt euch jetzt, was eigentlich die beste Option ist. Genau, wir haben uns nämlich auch, als wir uns entschieden haben, heuer Island zu besuchen im Sommer, sehr lange gefragt, ist die Fähre eigentlich ihr Geld wert? Lohnt es sich, die Fähre zu nehmen und das eigene Auto mit nach Island zu bringen? Oder wäre es vielleicht sogar besser gewesen, zu fliegen und sich einen Mietwagen zu holen? Wir haben das Ganze für euch recherchiert und die wichtigsten Infos zusammengefasst, damit ihr bei eurer Tour wisst, was für euch das beste Angebot ist. Wir haben das Ganze für verschiedene Aufenthaltsdauer berechnet, da es einen Unterschied macht, ob ich 2 Wochen oder 6 Wochen lang in Island bin. Und haben das alles zusammengefasst, berechnet und so weiter, aber einfach und verständlich für euch in diesem Video gesammelt. Eins gleich vorweg, für einen Aufenthalt unter 2 Wochen lohnt sich die Fähre generell nicht wirklich. Außerdem finden wir, Island hat so viel zu bieten, dass es sich eigentlich auch lohnt, sich mehr als 2 Wochen Zeit zu nehmen, um wirklich die ganze Insel sehen zu können. Wir gehen von 2 Personen aus und die Reise beginnt in Österreich, weil wir natürlich Österreicher sind. Das heißt, wir haben als Abfahrtsort Wien und als Abflugort ebenso Wien Schwechat hergenommen. Und den Zeitraum natürlich Hauptreisezeit Juli bzw. August. Ganz wichtig natürlich, wir haben zwar sehr ausführlich recherchiert, jedoch können wir natürlich trotzdem keine Garantie dafür übernehmen, dass die Werte, die wir euch nennen, jetzt exakt stimmen. Man muss auch dazu sagen, je nach Saison, vielleicht je nach Angebot, kann es variieren. Trotzdem denken wir, dass es als grober Richtwert wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre gut passen wird, das so zu vergleichen. Aber wir sind nicht schuld, wenn es nicht stimmt. Option Nummer 1, die Anfahrt mit dem eigenen Auto. Das heißt, wir haben Spritkosten zum Fährhafen Hirtshals. Wir haben die Kosten für das Auto auf der Fähre und die Personen auf der Fähre. Und das Ganze natürlich mal 2, weil wir wieder zurück wollen, außer man bleibt in Island. Ist natürlich auch cool, aber für die meisten nicht wirklich relevant. Option 2 hingegen, das wird wahrscheinlich die meisten machen. Man fliegt nach Island, mietet sich dort einen Mietwagen, fährt mit dem herum, fliegt wieder zurück. Da haben wir natürlich sehr schnell festgestellt, dass die Dauer des Aufenthalts natürlich eine Rolle spielt, wenn ich fliege und mir einen Mietwagen miete. Hingegen, wenn ich mit der Fähre fahre, dann spielt die Dauer des Aufenthalts eigentlich keine Rolle, was die Finanzen betrifft, da die Fähre nur einmal zu zahlen ist, egal ob ich 2 Wochen bleibe, 3, 4, 6 oder ein ganzes Jahr. Die entscheidende Frage ist also, ob welcher Aufenthaltsdauer lohnt sich die Fähre? Also, Option 1. Die Variante mit dem eigenen Gefährt von zu Hause zum Fährhafen Hirtshals und mit der Fähre nach Island. Grundsätzlich vorneweg, wie bereits gesagt, unter 2 Wochen lohnt sich die Fähre mit keinem Vehikel. Was sollte beachten? Wir von Österreich haben beispielsweise 15 Stunden reine Fahrzeit, also auf 3 Tage aufgeteilt in unserem Fall, hinter uns gehabt, bis wir endlich dort waren. Und dann kommen nur mehr 2,5 Tage auf der Fähre, die man quasi mehr oder weniger nur herumsitzen kann dazu. Diese Zeit muss man natürlich auch haben. Wir haben eben insgesamt 5 bis 6 Tage gebraucht, um von Österreich nach Island zu gelangen. Wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat und nicht so flexibel ist, kann das natürlich auch ein Faktor sein, ganz klar. Genau, man muss nämlich berechnen, das Ganze braucht man dann auch wieder zurück. Wer jetzt schon rechnet, wird wahrscheinlich drauf kommen, wie gesagt, unter 2 Wochen lohnt es sich nicht. 1 Woche Anreise und 1 Woche wieder Abreise. Sind wir schon fast bei 4 Wochen. 4 Wochen für einen Normalurlauber sind schon fast ein bisschen schwer, würde ich sagen, im normalen Job zu stemmen. Aber für diejenigen, bei denen sich das trotzdem ausgeht, haben wir jetzt die Kostenaufschlüsselung, was das Ganze kostet. Distanz Wien-Hirtshals etwa 1500 Kilometer. Je nach Verbrauch des Autos, was man für Gefährt natürlich hat, ergeben sich dadurch unterschiedliche Spritkosten. Option 1, Verbrauch mit dem Camper. Wir haben da beispielsweise mit 8 Litern pro 100 Kilometer gerechnet, was resultiert in 120 Litern gesamt. Option 2, man hat vielleicht nur ein Auto. Autoverbrauch etwas geringer, haben wir gesagt durchschnittlich 6 Liter. Kommen wir mal auf 90 Liter. Der durchschnittliche Spritpreis in den Ländern, wo wir durchgefahren sind, liegt zwischen 1,60 Euro und 1,90 Euro. Das Ganze ergibt Spritkosten beim Camper zwischen 200 und 230 Euro, beim Auto 140 bis 170 Euro, die pro Strecken natürlich dazukommen.
Das heißt, das Ganze muss man natürlich mal 2 rechnen. Schließlich möchte man dann später wieder von Hirtshals nach Österreich zurückfahren. Also insgesamt kann man sagen, für das jeweilige Gefährt muss man dann Gesamtspritkosten, die gar nicht mit dem Urlaub an sich was zu tun haben, sondern nur die An- und Abreise betreffen, 300 bis 500 Euro zusätzlich rechnen. Hat man es erst einmal nach Hirtshals geschafft, dann sprengen einmal die Preise der Fähre jegliches Interesse, dass man weiter im Urlaub unterwegs ist. Aber auch die Fähre hat natürlich unterschiedliche Preiskategorien. Das erste, was wir euch jetzt sagen, ist einmal nur der Preis für die Person von A nach B. Wir haben 2 Personen berechnet, das heißt, man kommt auf 552 Euro nur für den Transport. Und natürlich mal 2, weil man ja auch wieder zurück möchte. Auf der Fähre gibt es unterschiedliche Decks, dementsprechend auch unterschiedliche Preise für die verschiedenen Gefährte, die man hat. Was man aber jetzt dazu sagen muss, ganz wichtig, die Preise, die wir ab jetzt nennen, sind Gesamtpreise. Das heißt für beide Personen und Hin- und Rückfahrt. Die kleinste Kategorie ist die Kategorie Auto, wo die Smiri Line unter 1,9 Meter Höhe angibt. Das wäre dann für 2 Personen und Gefährt hin und retour ein Gesamtpreis von 1.800 Euro. Dann die nächstgrößere Kategorie ist zwischen 1,9 und 2,5 Metern. Da würden wir schon sagen, ist ein Campinggefährt oder zumindest Auto mit Dachzelt, was da drunter fällt. Da beläuft der Gesamtpreis sich auf etwa 3.000 Euro. Und dann haben wir natürlich noch die Kategorie Groß. Also vielleicht wer mit seinem Lastwagen anreist oder einen übergroßen Camper hat, der wird dann die 2,5 Meter Marke überschreiten. Und das kostet natürlich, das haben wir dann schon bei 3.700 Euro. Zusätzlich dazu braucht man ja auch fast einen Schlafplatz auf der Fähre. Insgesamt verbringt man nämlich 2 Nächte auf der Fähre und man möchte wahrscheinlich nicht irgendwo am Boden schlafen. Die billigste Kategorie dazu ist das Liegenabteil, wo man sich ein Zimmer mit 5 anderen Personen teilt. Man hat Hostel-Feeling. Man hat Hostel-Feeling und eine nicht allzu bequeme Liege. Das kostet pro Fahrt pro Person 50 Euro. Natürlich gibt es ein luxuriösere Zimmer, die kosten um einiges mehr, waren für uns keine Option. Und man muss natürlich auch bedenken, auf der Fähre kann man weiterhin sehr viel Geld ausgeben für Mahlzeiten, Getränke und so weiter. Auch das haben wir jetzt natürlich nicht mit eingerechnet, da die billigste Option wäre, dass man sich einfach selbst was mitnimmt, was man dann dort verspeisen kann. Natürlich könnte man dort aber auch nochmal pro Mahlzeit schnell mal 20 bis 30 Euro loswerden. Aber mehr Infos dazu, wie es auf der Fähre ausschaut, was man da machen kann und ob das Essen überhaupt schmeckt, gibt es in unserem sehr beliebten Fährenvlog. Ja, wer nicht rechnen kann, der sollte jetzt genau zuhören. Wir haben natürlich die Gesamtkosten mit Anfahrt an und für euch berechnet. Da kostet das Auto insgesamt 2.300 Euro, der Camper unter 2,5 Meter 3.600 Euro und der Camper über 2,5 Meter 4.300 Euro. Das sind jetzt schon enorme Summen und man muss ja denken, das ist nur dafür, dass man mal zum Urlaubsort gelangt. Es ist absolut nicht billig, es ist ein Monopol, man kann nichts machen. Aber man braucht gar nicht glauben, dass es jetzt in jedem Fall teurer ist, als sich einen Mietwagen zu holen. Und deswegen schauen wir jetzt zur Option 2. Also Option 2 ist, wir fliegen mit dem Flugzeug nach Reykjavik in Island und mieten uns dort ein Gefährt unserer Wahl. Dazu natürlich müssen wir beachten, wir haben zuerst einmal die Kosten für den Flug und wir haben dann die Kosten für den Mietwagen. Für den Flug gibt es natürlich verschiedene Angebote. Durchschnittlich liegt man bei 200 bis 300 Euro pro Person mit Handgepäck. Wer noch zusätzlich ganz viel Kram mitnehmen möchte und Aufgabegepäck buchen möchte, zahlt natürlich nur einmal drauf. Außerdem können wir dann natürlich nicht die Anreise nach Wien-Schwechat inkludieren, da wir nicht wissen, wo ihr wohnt. Kann natürlich auch nochmal sehr teuer werden. Aber grundsätzlich der Flug für 2 Personen ist um 500 Euro durchschnittlich zu haben. Man muss vielleicht an dem Punkt anmerken, die Fähre fährt ja in Hirtshals in Dänemark weg. Wenn man jetzt vielleicht einen Flug von Kopenhagen oder von England hernimmt, haben wir dementsprechend geringere Kosten. Die Fährkosten ändern sich nicht. Darum ist natürlich die Anreise mit dem Flugzeug sehr variabel. Genau, soviel zum Flug. Der zweite Schritt ist dann eben das Mietauto. Wir haben das in 4 verschiedene Kategorien unterteilt, da wir ja wissen, nicht jedes Auto ist ganz gleich, nicht jedes Auto kann alles, nicht jeder möchte jedes Auto fahren. Aber für alle Autos gilt,
unserer Meinung nach eigentlich in jedem Land, aber in Island ganz besonders, dass sich eine Vollkaskoversicherung wirklich auszahlt. Wir würden auch extra die Scheiben versichern lassen, vielleicht den Unterboden versichern lassen, da es extrem schnell passiert, sobald man vom Asphalt runter ist, dass man irgendwo einen Kratzer durch Steinschlag oder ähnliches bekommt. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall, eine gute Versicherung auszusuchen. Ja, natürlich gibt es unterschiedliche Autokategorien. Wir haben jetzt einmal hergenommen die Autokategorie Kleinwagen, für alle, die sagen, ich möchte nicht zu viel Geld ausgeben. Was Kleineres und Billigeres als wäre ein Toyota Aygo, unvergleichbares, wird man in Island nicht finden. Gleich vorneweg, ein Toyota Aygo ist ganz nett, aber nachdem Island ja bekannt ist für sein Straßennetzwerk, das nicht nur Asphalt beinhaltet, muss man fast dazu sagen, der Toyota Aygo ist nur für einen Teil des Straßennetzwerks geeignet und es geht einem dann doch einiges, wie beispielsweise die F-Straßen im Hochland, wo man nur mit einem größeren, vor allem 4x4 Fahrzeug fahren darf. Außerdem muss man beachten, wenn man so ein kleines Auto hat, muss man entweder im Zelt schlafen auf den Campingplätzen oder sich Hotels oder Unterkünfte mieten. Das heißt, da kommen nochmal sehr große Kosten mit dazu, die man trotzdem nicht vergessen darf. Außer 6 Wochen im Zelt, aber dann seid ihr schon ziemlich hardcore. Absolut. Kategorie 2 wäre ein geländegängiges Auto. Da sind die zwei, die man am öftesten sieht, der Suzuki Jimny oder der Dacia Duster. Mit denen kann man schon mal über ein paar Schotterstraßen ganz gut drüber fahren. Man kann jedoch auch nicht alle Straßen, gerade im Hochland, die F-Straßen sind trotzdem nicht für jedes Modell zugänglich. Aber so für den durchschnittlichen Touristen, der mal ein paar Sachen probieren möchte, ein paar Straßen fahren möchte, sind die zwei Modelle wirklich gut geeignet. An dieser Stelle blenden wir euch noch einen Link ein, der sehr gut zusammenfasst, mit welchen Autokategorien man welche F-Straßen gut fahren können sollte. Diese Autos gibt es natürlich, wie jetzt gerade gesagt, ganz normal, nur das Auto, also ich brauche wieder ein Zelt oder Unterkünfte. Oder es gibt eine Kategorie 3, das wäre ein geländegängiger Wagen mit Dachzelt. Da natürlich habe ich die Vorteile, ich kann am Gelände fahren und ich habe gleich mein gemütliches Dachzelt mit dabei, ist dadurch natürlich etwas teurer. Es ist ungefähr genauso teuer, wie sich einen Caddy zu mieten. Ist natürlich ganz was anderes, weil der wiederum nicht geländegängig ist. Kostet jedoch ungefähr dasselbe, deswegen haben es wir mal in einer Kategorie zusammengefasst. So ein Caddy ist eigentlich schon mal, wir würden sagen, der Camper in der Light-Variante. Also ich habe In der Light-Variante. Also man muss sich so vorstellen, in Island durch die Mietpreise gibt es auch Camper-Varianten, die du vielleicht in einem anderen Land finden würdest. Beispielsweise ein VW Caddy, der drinnen quasi irgendwie ein Bett, einen Kocher und einen Kühlschrank und halt Heizung und dergleichen eingebaut hat. Ja, und ich glaube nicht, dass der wirklich, dass die alle Heizung und Kühlschrank haben. Das müsste man herausfinden. An der Stelle bucht es selber, schaut es euch an. Es ist auf jeden Fall wirklich die abgespeckteste Variante, was es gibt, aber sie ist beliebt. Genau, schließlich kann ich im Auto schlafen, muss nicht im Zelt schlafen, aber es ist doch sehr beengt und man kann nicht einmal aufrecht drinnen stehen. Muss man natürlich auch auf Dauer mögen. Ja, und wer natürlich Geld hat, wem die Moneten komplett egal sind, der mietet sich einen Camper, wie auch sonst vielleicht irgendwo in Europa. Kann sein, die Kategorie mit der Nase vorn, die Alkovenmodelle oder auch sonst Carrado, was auch immer. Der Vorteil ist, man hat natürlich Wasser drinnen, man hat ein Bett drinnen, man hat eine Heizung, einen Kühlschrank, man hat Möglichkeiten zum Duschen vielleicht sogar, also das Rundumprogramm, was man mit einem Luxuscamper kennt. Das ist natürlich mit Abstand die teuerste Variante. Aber auch die luxuriöseste, die gerade bei einem langen Aufenthalt, wo man vielleicht dadurch Wetterphänomene kommt, die man im Zelt nicht so gerne erleben möchte, wahrscheinlich ist man dann ziemlich froh darüber, das zu haben. Wir kennen jetzt unsere 4 Kategorien und können uns somit gemeinsam mit den Flugkosten das Gesamtbudget für diese Varianten ausrechnen. Für das ganz normale Auto, also zum Beispiel VW Up oder Toyota Aygo, entsteht für 2 Personen für 2 Wochen inklusive Flug ein Gesamtpreis von 1250 Euro. Für 4 Wochen wird es natürlich mehr, und zwar wird es ungefähr bei 1900 Euro liegen. Man sieht, je länger man es mietet, desto günstiger wird es schon pro Tag. Für 6 Wochen insgesamt würde die Miete und der Flug gemeinsam 2500 Euro kosten. Kategorie 2, der Geländewagen, also Jimny oder Dacia Duster, kostet für 2 Wochen 1650 Euro.
für 4 Wochen 2700 Euro oder für 6 Wochen 3800 Euro. Der Geländewagen mit Dachzelt oder eben der besprochene Caddy würde für 2 Wochen insgesamt 2250 Euro kosten, für 4 Wochen 4000 Euro und für 6 Wochen 5100 Euro. Und die Kategorie 4 für die Luxuscamper unter euch kostet schon für 2 Wochen 4750 Euro, für 4 Wochen kostet es 8500 Euro und für 6 Wochen, wow, okay, 12.500 Euro. Also schon eine ganze Menge. Also, was lohnt sich? Das kleine Auto, also wenn man nur einen PKW mitnimmt, sollte man eher bleiben lassen, weil das lohnt sich mit der Fähre erst ab 6 Wochen und weiter, weil einfach diese Kategorie in Island nicht ganz so teuer ist und die Fährkosten da trotzdem im Vergleich relativ teuer sind. Man muss natürlich auch bedenken, 6 Wochen lang im Toyota Aygo durch Island zu düsen, wo man schon nicht Zugriff zu allen Straßen hat, also man gar nicht so viel machen kann und man dann wahrscheinlich im Zelt schlafen muss oder generell aus dem Auto lebt und in Unterkünften lebt, das ist für 6 Wochen doch sehr anstrengend, deswegen ist das eine Variante, die wir eigentlich nicht wirklich empfehlen möchten. Zweite Kategorie, der Geländewagen, wir erinnern uns, Suzuki Jimny oder Dacia Duster, der ist grundsätzlich unter 1,90 Meter hoch, das heißt, er würde bei der Fähre nur als günstige Alternative durchgehen sozusagen und somit lohnt sich das Ganze schon bei einem Aufenthalt von 3 bis 4 Wochen, dass man mit der Fähre den eigenen Duster beispielsweise oder ähnliche Kategorie mit nach Island bringt. Das heißt, die meisten von euch, die vielleicht schon daheim einen Land Rover Defender haben oder ein anderes geländegängiges Fahrzeug, das grundsätzlich ein PKW ist, aber 4x4 hat und für Island bestens geeignet ist, kann man sich schon schnell einmal überlegen, dass man dieses selbst verschifft. Was wir da jetzt nicht hinzugenommen haben, sind diese isländischen Superjeeps, die beispielsweise riesengroße Reifen haben und man eigentlich sonst nirgendwo in Europa findet. Weil wer so ein Gefährt mieten möchte, löhnt zwar sehr viel, aber man kann sowas eigentlich nur in Island mieten. Daher ja, ist es fast redundant, dass man das mit einem Fährpreis vergleicht. Die Kategorie 3 ist ja eigentlich der Caddy, den wir schon beschrieben haben, als nicht so gemütlich, aber als trotzdem coole Option. Und der hat eine ganz spannende Situation, denn der lohnt sich schon ab 2 Wochen, ihn mit der Fähre selbst mit nach Island zu bringen, sofern man eben einen besitzt. Ganz wichtig jedoch ist in diesem Fall die Höhe. Denn in dieser Fahrzeugkategorie, also nicht nur der Caddy, sondern eben auch andere Autos, die ungefähr in diesem Maß sind, gibt es sehr verschiedene Höhen. Beispielsweise ist der sehr beliebte VW T4 laut Herstellerangaben 1,92 Meter hoch und der T5 1,94 Meter. Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, würden die nicht unter 1,90 Meter bei der Fähre durchkommen und würden daher den höheren Tarif zahlen, wodurch es sie dann erst wieder noch 3 oder 4 Wochen auszahlen würde, das zu tun. Wir empfehlen an der Stelle, falls ihr zum Beispiel einen T4 oder was ähnliches habt, mit dem ihr kommen wollt, wo ihr auch drin schlafen könnt, unbedingt einmal schauen, wie hoch ist euer Modell, kann man vielleicht ein bisschen zurechtstutzen, dass ihr das dann doch ausgeht. Wir persönlich wollen euch nicht zu irgendwelche Straftaten animieren, aber wir denken, dass die Decks 2 Meter hoch sind am Schiff und dass wahrscheinlich jetzt der Höhe von 1,91 Meter oder 1,92 Meter kein großes Problem darstellen werden. Wir wollen es trotzdem nur betonen, dass eigentlich die Höhe in diesem Fall oft sehr grenzwertig ist und dass man sich das unbedingt anschauen sollte. Also falls jemand ein vergleichbares Fahrzeug hat, was unter 1,90 Meter Höhe hat, lohnt sich das schon mit nach Island mit der Fähre zu bringen, ab einer Aufenthaltsdauer von 2 Wochen. Eigentlich extrem überraschend. Genau, hätten wir nicht geglaubt. Der zweite Teil der Kategorie 3 ist das besagte Auto mit Dachzelt. Das heißt, wer von euch vielleicht an Land Rover in dem Fall mit Dachzelt und dergleichen hat oder vielleicht eine oben Dachbox draufgeschraubt, auf jeden Fall über 1,90 hoch ist, der hat dann das Problem, das lohnt sich nicht ganz so schnell, aber lohnt sich ab 3 bis 4 Wochen. Dann kommen wir zu einer weiteren spannenden Kategorie und zwar der Camper, der unter 2,5 Meter hoch ist. Der lohnt sich ebenfalls schon sehr viel früher als die meisten erwarten und zwar schon knapp unter 2 Wochen Aufenthalt. Also eigentlich ist es für alle, die einen Camper haben, der unter 2,5 Meter hoch ist,
sehr interessant, sich das zu überlegen, ob man nicht wirklich die Fähre nimmt, da es schon nach 2 Wochen billiger kommt, anstatt sich einen zu mieten. Und das ganz Spannende, ihr seht, die Preise in Island sind echt exorbitant hoch. Auch das Camperfahrzeug über 2,5 Meter lohnt sich auch schon knapp bei 2 Wochen. Das heißt, wer von euch einen Camper hat und sagt, ich schaue mir das an, ich möchte mit meinem größeren Fahrzeug nach Island, besser man fährt mit der Fähre, als wenn man mietet es oben. Spannende Auflistung, aber gibt es da nicht vielleicht noch andere Faktoren, die man beachten sollte, die bei der Entscheidung helfen, ob Fähre oder Flug besser ist? Der 0815 Durchschnittsurlauber hat leider nur 5 Wochen im Jahr Urlaub, wodurch die Fähre schon ein bisschen ein Problem wird aufgrund von der An- und Abreise. Das heißt, man muss schon mitbedenken, dass man nicht gleich in Island ist, sondern die An- und Abreise relativ lange dauert. Apropos nicht gleich in Island sein, wenn man die Fähre nimmt, kommt man im Osten des Landes an, im kleinen Örtchen Seyðisfjörður. Das ist leider mehr als wir 500 Kilometer weg von Reykjavik. Wenn man hingegen mit dem Flugzeug kommt, dann landet man in Keflavik, das ist in der Nähe von Reykjavik und ist der am meisten angesteuerte Flughafen in Island. Das heißt, man ist ganz am anderen Ende. Es sind alle Regionen schön in Island und man kann überall was machen. Man kann von jedem Ort ausgehend natürlich die ganze Runde fahren und so weiter. Aber für manche ist vielleicht da entscheidend, was und wo sie etwas machen wollen in Island, dass es vielleicht praktischer sein könnte, gleich im Osten oder gleich in Reykjavik zu sein. Apropos Route, kommt dann auch noch dazu, was möchte ich machen? Möchte ich vielleicht nur auf der Ringstraße herumdümpeln, die ist schön asphaltiert, oder ein paar bestimmte Sachen anschauen, die auch kein 4x4 Fahrzeug benötigen? Oder bin ich ein Offroad-Fanatiker wie die meisten Leute, die wir bis jetzt getroffen haben, die nach Island kommen, und möchte mal die Highlands geben, möchte vielleicht irgendwelche schmalen Schotterpisten fahren, möchte durch Furten durch, was auch immer. Da muss ich ja da schauen, was ist das richtige Fahrzeug für mich, und dementsprechend variieren natürlich auch die Kosten. Zu der Story vielleicht, wir sind ja, wie wir schon gesagt haben, mit dem eigenen Camper angereist, der nicht allradfähig und geländegängig ist, und wir wollten aber trotzdem die ganzen Sachen erleben, die der Axel gerade beschrieben hat. Deswegen haben uns wir dann in Reykjavik für 8 Tage einen Dacia Duster gemietet, haben den Campingwagen stehen lassen, sind mit dem Duster herumgegrüßt und sind dann eben wieder zurückgekommen zum Camper. Eine weitere Variante, es ist ja jetzt nicht jeder vielleicht mit einem Camper gesegnet oder nennt einen Camper sein eigen. Dementsprechend ist es auch vielleicht für manche eine Option, dass man in Europa einen Camper mietet und diesen dann verschifft nach Island. Je nach Preiskategorie lohnt sich vielleicht sogar das. Man muss aber die Mietbedingungen des Autovermieters bedenken. Es gibt jedoch einige Offroad-Hersteller bzw. Offroad-Fahrzeugvermietfirmen. Offroad-Fahrzeugvermietfirmen. What a word. Deutsche Sprache. Die sogenannte Überland- oder Oberländer-Fahrzeuge zur Verfügung stellen und genau für solche Urlaube vermieten, wo man dann sagt, okay, ich möchte vielleicht sogar mein Fahrzeug in Deutschland mieten und dieses dann nach Island mitnehmen. Haben wir auch jemanden gesehen, der das gemacht hat. Die Preise dafür wollen wir vielleicht gar nicht wissen, aber wer sagt, Geld spielt keine Rolex, der könnte sowas auch probieren. Lohnt sich aber erst ab einer längeren Aufenthaltsdauer, da man natürlich da die Fähre und das Mietauto zahlt, jedoch eben zu besseren Preisen wie in Island. Außerdem eigentlich ein ganz cooler Faktor, der unabhängig von jeglichen Preisen für die Fähre spricht. Und zwar ist es ganz einfach möglich, bei der Fährfahrt einen Zwischenstopp auf den Färöerinseln zu machen, was wir bei unserer Rückfahrt machen können. Man kann dann zwischen 3 und 10 Tagen dort bleiben und mit der nächsten Fähre eben wieder weiterfahren an den gewünschten Zielort, und es kostet nicht einmal mehr. So kommt man eigentlich ziemlich einfach und auch günstig zu einem Aufenthalt auf den wunderschönen Färöerinseln, und gerade deswegen nutzen sehr viele Menschen die Fähre sehr gerne. Abschließend, auch das ist jetzt ein Tipp, wo man natürlich die Einreisebestimmungen beachten sollte, aber es ist natürlich möglich, dass man Lebensmittel beispielsweise in Deutschland oder in anderen Ländern, die vielleicht günstiger sind als Island, das sind zahlreiche, und diese Lebensmittel dann mit nach Island nimmt. Es gibt gesonderte Bestimmungen, was Fleisch, Fisch oder Milchprodukte betrifft, da sollte man sich auf jeden Fall informieren, aber jegliche Konserven oder Getreideprodukte könnte man sich schon aufstocken, um vielleicht den einen oder anderen Euro zu sparen. Wer ganz intelligent ist, der weiß, was ich jetzt noch sage. Es gibt da vielleicht eine ganz spannende Kategorie, wo man unbedingt sparen sollte, und das ist
keine Ahnung, was er redet. Alkohol. Alkohol ist in Island extrem besteuert und extrem teuer. Wir haben auch ein Video dazu, das verlinken wir gerne oben, wo wir einen Supermarkt besucht und gefilmt haben und die Preise mit Österreich verglichen haben und daneben auch den Alkoholmarkt und da die Preise verglichen mit Österreich. Und das ist schon haarsträubend, was teilweise Bier, Wein, Schnaps und Co. kostet. Wer da sagt, das ist wichtig, ich würde definitiv empfehlen, das Bier von zu Hause mitzunehmen oder spätestens auf der Fähre zu kaufen, da die Fähre einen Tax-Free-Shop besitzt und da das Bier relativ zu Island günstig verkauft. So, zum Abschluss gibt es jetzt nur drei Anmerkungen, die wir unbedingt loswerden wollen, damit da nicht ganz viele Kommentare zu diesen Sachen kommen. Das erste ist einmal, ja, wir haben bei der Anfahrt nach Hirtshals nur die reinen Spritkosten verrechnet, beziehungsweise geschätzt und verrechnet, keine Ahnung, wahnsinnig variieren, und nicht ein Kilometergeld. Das Kilometergeld wäre natürlich um einiges höher und würde dann auch den Verschleiß des Fahrzeuges und so weiter abdecken, da natürlich diese 3000 Kilometer, die gefahren werden, in irgendeiner Form einen Schaden oder eine Spur am Auto hinterlassen können. Das haben wir nicht gemacht, wir haben nur die reinen Spritkosten angeschaut. Man kann natürlich das auch noch anders berechnen, dann wären die Anfahrtskosten natürlich etwas höher. Und abschließend noch, der Recherchestand ist Juni 2024. Wir vermuten, die Preise werden sich nicht exorbitant ändern. Jedoch sollte es einfach lassen, alle Angaben ohne Gewähr für die folgenden Jahre. Aber wir wollen einfach, dass ihr mal einen Richtwert habt, falls ihr sowas vorhabt, damit ihr seht, was zahlt sich aus und was nicht. Ein paar Überraschungen gibt es ja. Und nur der letzte Punkt. Natürlich haben wir das Ganze für zwei Personen berechnet, da wir zu zweit sind und da eigentlich die meisten anderen Menschen, die wir getroffen haben, zu zweit unterwegs waren. Wenn ich natürlich beispielsweise zu viert bin und mir das Auto durch vier Personen teilen kann, ist natürlich ein Mietwagen auch billiger. Das muss man dann ganz euch überlassen, da dürft ihr selber noch herumrechnen, wie es für euch am besten ist. Aber für zwei Personen haben wir es jetzt einmal ganz gut zusammengefasst. Ja, ich würde sagen, wer von euch überzeugt ist, bucht sich seinen Flug und seine Islandreise oder bucht die Fähre, falls es noch Plätze frei gibt, sonst nächstes Jahr. Wir hoffen, ihr habt euch einiges mitnehmen können aus dem Video und wer Eindrücke aus Island oder Tipps und versteckte Orte, sonstiges, alles was mit Island zu tun hat, irgendwie sehen möchte, abonniert unseren Kanal. Wir sind momentan in Island und das noch für 2 Wochen. Material wird noch vieles hochgeladen werden. Wir haben ganz viele Eindrücke gesammelt und vielleicht ist ja was dabei für euch. Wir sehen uns also im nächsten Video.